Wir sind jetzt gerade angekommen an unserer Wohnung in Jerusalem für 4 Tage über Airbnb. Wow, Mama und Papa bringen Nachschub an Milka, Müsli-Riegel. Oh nein. Und dann Nussstrudel aus Reute. Selbstgemacht von der Maria. Also Spielsachen haben wir gemacht. Yeah, wir schlafen im Kinderzimmer. Ja, wir sind jetzt in Jerusalem. Jerusalem ist einfach eine unglaublich schöne Stadt, facettenreiche Stadt. Es sind einfach das Zentrum von 3 Weltreligionen, die ausgeht von Jerusalem. Für alle 3, das Christentum, das Judentum und für den Islam, es ist eigentlich die heilige Stadt. Es gibt verschiedene Viertel, es gibt eigene Viertel. Das jüdische Viertel, das christliche Viertel, das armenische Viertel, das arabische Viertel. Und in jedem Viertel sind natürlich ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten. Tower of David. Okay. Wer hat da gelebt? Bei Golgatha oder zumindest einem möglichen Ort, wo die Kreuzigung stattgefunden hat. In Jerusalem, heutzutage ist es ein Busbahnhof, wie man da sieht. Nice! Und das mitten in Jerusalem.